you want to know is secret. Willkommen zurück zum fünften Teil meines StarCraft Let's Plays. Wie versprochen, da habe ich heute ein neues Mikrofon, weshalb die Soundqualität wirklich um einiges schöner sein sollte. Auch wenn man den Sound nicht sehen kann, was ich gerade auch begriffen habe. Er ist einfach viel, viel... Naja, ihr könnt euch dafür ja selber ein Wort ausdenken, oder nicht? Wir sind bei Mission Nummer 5. Dann gehen wir direkt mal zu den Missionen. So. Und ja, machen die Agria-Mission, weil die ist das. Wir haben uns ja letztes Mal hatten wir zwei zur Auswahl und da haben wir uns ja für die Nicht-Agria-Mission entschieden und deswegen machen wir heute Agria-Mission. Schauen wir uns die doch einfach mal an. Alle Schiffe, die diese Übertragung empfangen, die Zerg überfallen Agria. Die Liga hat uns im Stich gelassen. Wir sind nur eine kleine Agrarkolonie. Wir müssen evakuieren, bevor wir überrannt werden. Wenn Sie diese Nachricht empfangen, bitte. Ja. Mission, die Evakuierung. Belohnung 100.000 Credits. Ja, ich würde sagen, dann wollen wir dir nochmal helfen. Auf geht's. Empfange Übertragung. Ich danke Ihnen tausendmal, dass Sie auf unseren Hilferuf geantwortet haben, Commander. Ich bin Dr. Ariel Hansen und ich vertrete die Menschen der Agria-Kolonie. Schön, Sie kennenzulernen, Doc. Nennen Sie mich einfach Jim. Wie ist die Lage? Die Zerg haben unsere planetaren Verteidigungsanlagen vernichtet. Die Kolonie ist verloren. Während der letzten 12 Stunden war es uns noch möglich, Menschen zum nächstgelegenen Raumhafen zu evakuieren. Aber die Angriffe der Zerg sind mittlerweile so heftig, dass wir niemanden mehr durchbekommen. Wenn Sie und Ihre Leute die Straße sichern, dann können wir damit beginnen, alle paar Minuten die restlichen Flüchtlingsgruppen loszuschicken. Keine Sorge, Doc. Wir bringen Ihre Leute... traumatische Erlebnisse wahrscheinlich. Ich bete, dass Sie recht haben, Commander. Ja, das sind sie definitiv. Oder auch nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe die Zeit nie gespielt. Derzeitige Mission, die Evakuierung. Jetzt muss noch der Ladebalken mitspielen, aber ich bin da ganz guter Dinge, denn ich habe ein bisschen dran gearbeitet. Auch wenn es im Moment nicht danach aussieht, aber ich habe wirklich ein bisschen dran gearbeitet. Jetzt muss er auch laden. Dam, da, da, dam, dam. Ja. Folge Nummer 5 ist das schon. Weil während das... Ich labe einfach mal irgendwas, während der lädt, weil... Das ist ja auch scheiße, ne? Ja, es macht sich so langsam. Es lädt, es lädt, es lädt. Lädt, es lädt, es... Ja! Es ist fertig. Auf geht's. Da fliegen wir, da fliegen wir, da fliegen wir. Wo fliegen wir hin? Irgendwie ist der Ton ein bisschen leise. Den kann ich... Moment mal, stelle ich mal ein bisschen lauter. Macht man das denn hier so... 16%, hier auch 16% und hier auch 16% und noch mehr 16%. Okay, akzeptieren. Zurück zum Spiel. Da sind meine Leute, muss ich hin? Ach, hier unten. Oh, Zerg! Tötet sie, tötet sie doch! Es gibt was zum Grillen. Grillen, 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 Grillen. Nein! Mein Mittagessen verbrennt. Naja. Lieber verkohlt als, ne? Als jemand anderen töten. Das sieht cool aus. Ja, Grillwürstchen, das hab ich doch gesagt. Mittagessen. Und dann wollen wir jetzt hier nicht abstehen mit mir. So, los ist. Hauptziele. Wir sollen die Siedlung von Dr. Hansen erreichen. Hm. Geschafft! Das ging jetzt schnell. Hallo? Gott sei Dank, dass Sie hier sind. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über die Hauptgebäude, damit Sie uns bei der Evakuierung der Kolonie... Ja, das mache ich doch gerne. Kontrollpunkt erreicht. Jetzt kann ich ja wahrscheinlich bauen, ne? Ja. Schöne Sache. Aber hier ist keiner im Westen. Das ist gefällt mir gar nicht. Einheit im Bauern! Einheit! Wir starten wir schon mal hier hin. Wir müssen neue Einheiten bauen. Nicht genügend Mineralien. Immer das ist für Scheiß von vorne. Aber ich muss das mal immer deaktivieren. Ich glaube, das. Ach, ich schau mal durch. Eskortieren Sie die Kolonisten zu den Kolonistenschiffen 0 von 50. Ja. Wir müssen die Konvois den ganzen Weg zum Raumhafen begleiten. Sonst haben Sie keine Chance, diesen Planeten rechtzeitig zu verlassen. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Der
Wir sind dabei. Da holt ihr gerade das ab. Du da. Schick die dahin. Und wir bauen noch ein paar Einheiten. Wie nicht genug. Ich könnte durchdrehen. Und noch eine bauen. Und ich brauche dringend neue Quartiere. Das ist schon mal gar nicht gut. Bauen und es ist das. Schlechte Neuigkeiten? Oh, es dauert hier ewig. Ich hasse es, wenn es ewig dauert. Das kann doch hier nicht wahr sein, meine Güter. Nicht aggressiv werden. Wir spielen hier nicht Call of Duty oder ähnliche Sachen. Wir spielen StarCraft. StarCraft 2, wohl bemerkt. Den ersten Teil habe ich, glaube ich, auch mal gespielt. Schon ein bisschen länger her. Macht ja auch nichts. Was zum Teufel ist hier los? Wie viele sind schon drin? Oh, jetzt gehen die schon los. Und die, ich hab doch gerade nur drei Einheiten. Los geht's. Dann wollte ich schon. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Ach, das ist scheiße. La 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 la. Komm schon, wir wollen zergrillen. Wir haben Hunger, 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 haben Hunger, Hunger. Warum bin ich denn frech, um zu singen? Was ist denn los mit mir? Irgendwas läuft schief mit mir, ich weiß das. Also macht euch da mal keine Sorgen. keine Sorgen. Da hatte jemand den richtigen Riecher, um ja, gerade zur Verteidigung der Straßen einzurichten. Aber vielleicht, weil... Die Liga hat sie in dem Moment aufgegeben, als die Zerg angegriffen haben. Das Schicksal der Kolonie hat sie nicht weiter gekümmert. Uns auch, mein Beileid. Das zu hören, Doc. Wenigstens sind die Bunker gut positioniert. Komm schon. Sieh zu, dass sie bemannt werden. Komm schon. Bingo! Oh, ja, das brauche ich. Das sind so coole Männer. Dann wollte ich mal dahin gehen, zu uns Lager zurück und bauen ein paar mehr Einheiten. Bereut machen. Oh ja, dann könnt ihr die gleich platt machen. Dann kriegen wir doch noch was zum Abend. Komm, die auch mal schnell. Beschützen Sie, Kollege. Ich glaube, es waren 10 in so einem Wagen. Das heißt, ja, 5 Meilen und her. Oh, was kommt denn da? Oh, da kommt was Böses angeflogen. Tötet es! Verbrennt es. Fuck es ab, Bitches. Ja, los, das sollten wir auch lieber beseitigen, das sieht nicht gut aus. Das ist Kochi, ja, das ist mir in der Nähe. Mach es kaputt, bevor es mal. Passiert überhaupt was? Jetzt explodiert. Bang! Das da einsammeln. Und das da einsammeln. Kokons. Ach, das sind diese Tipps, die will ich ja nicht haben. Ich kann 3 Kokons sammeln, aber ich habe keinen Bock auf irgendwelche Bonusmissionen, Ziele. Das sieht aber gut aus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fehlt da nicht einer? Ja, habe ich einen verloren? Nein, oder? Ach so, das Auto zählt als 1. Ja, gut, wenn das so ist, dann ist das so. Guck mal, das Ding hier morgen kurz. Jawohl! Ist ein weiter Weg zum Raumhafen, Partner. Wie soll ich das Ding mir geben? Wir können die Route probieren. Das kam jetzt echt komisch. Die Frage ist, was ist hier? Wie ein Zerg vielleicht, weil sie mit dem schleimigen, ekligen. Ach, naja, ne. Benötige weitere Depots. Warte, meine Armee. Da können wir gleich was bauen. Wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht. Ja, das ist so ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Frage ist, was ist kompliziert? Kann man hier einen Reaktor? Hier ist schon was dran gebaut. Ich dachte, sonst hätten wir einen Reaktor bauen können. Der nächste Konvoi ist gleich bereit zum Aufbruch, Commander. Wo sind die denn? Bitte sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Ach, die stehen alle in der Ecke. Stehen in der Ecke und schämen sich. Abmarsch bereit! Okay, hier geht's auch. Der
So, jetzt habe ich aber wieder ordentlich Material. Das ist doch gut. Das ist richtig gut. So, hier kannst du auch noch herstellen. Je mehr, desto besser. Der kann auch noch damit helfen, der kann auch noch damit helfen. Schlechte Neuigkeiten? Nur zu. Das ist lustig. Das ist lustig. Hier, irgendwie ist das lustig. Ach, was ist hier immer mal mit dem Bau hier was hin? Durchgeladen und entsichert. Ach, da ist auch gar keiner drin. Wenn wir genug haben, dann können wir das hier machen. Was ist das hier? Ach, hier kann ich auch noch. Hier muss vielleicht irgendwie anders rumlaufen, ne? Ja, wahrscheinlich von hier oben. Ne? Ach nee, da tue ich mir ja an. Bau. Kaserne bauen. Go, 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 go. Los, Bewegung! Bau uns Bunker, 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 Bunker. Ja, Überstunden machen wir alle. Nach der Schule und dann auch so eine Folge aufnehmen. Warum auch nicht, ne? Ja, ja. Ich hoffe, dass das von der Qualität hier diesmal etwas besser ist, weil sonst... Weiß ich langsam echt nicht mehr, welche Sache ich noch ändern muss. Also zumindest was Ton angeht, weil mit dem Video ist mir klar, aber ich würde jetzt mal am Ton arbeiten. Weil selbst wenn man mich nicht sehen würde, dann könnte man das hier immer noch als schönes Hörspiel benutzen. Auch wenn das keinerlei Sinn ergeben würde, das als Hörspiel zu benutzen. Stirb, sag, stirb! Ja, da ist gerade mit mir. Mit. Und du? Okay. Du baust noch einen Bunker. Dankeschön. Töte das, töte das. Verstanden? Fuck, 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 fuck. So, so muss das. Nein. Der Wagen darf nicht ein Leben verlieren. So, so, so. Was darf denn? Was ist das denn? Was war das für ein Merk? War das ein Alarm oder war das jetzt ein Systemfehler? Das geht ja da. Das kann ich nicht. Komm, 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 komm. Das kriegen wir locker hin. In Ordnung! Ach komm, leck mich doch am Arsch. Das geht ja mal gar nicht. Das ist immer so gemein. Na gut, wir haben Krieg, aber ne, deswegen muss man ja nicht alles angreifen, was irgendwie bewegt. Der Konvoi ist in Gefahr. Auf sie, Jungs! Ich bin jetzt wieder in den Erdboden. Ich bin ein krasses Leben mit dem Ding. Warum nicht? Befehle erhalten! Ja, der wird jetzt getötet. Die Kolonisten werden angegriffen. Wir müssen sie retten. Ist ja nicht mehr, wisst ihr. Super! Kolonisten im Lager. Im Lager. Kolonisten. Also im Raumhafen, was auch immer das ist. Müsste das Schiff hier sein. So. Was machen wir hier unten? Warte, wir wollen erzählen, ne? Und da laufen wir. Da laufen sie. 1, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Und das Schiff ist dann 20, gehe ich mal von aus. Und 20. Jawohl. Schick, schick. Coole Sache. Jetzt muss der ganze Haufen noch wieder hier hinkommen. So. Und ihr baut ganz Y hier hin. Ganz viele davon. Du baust ganz viele davon, weil wir müssen die Einheiten, wir können nicht mal endlos bauen, wir müssen dafür sorgen, dass Einheiten am Leben bleiben. Ja, schön die Sachen hinstellen, Häuser bauen, also Kram, was ist das für ein Ding? Warpicks. Ach, das sind diese Spezialeinheiten, diese Söldner, die man anhauen kann, genau. Warpicks hat 3 Minuten. Oder sind diese 300 Sekunden? Ach, 3 Minuten, guck ich denn darauf? Oh. Ja, ich baue schon Depots, alles gut. Ich baue, ja, da geht's nicht. Bauen wir es hier. Habe ich den wahrscheinlich zugebaut, aber. Opfer müssen gebracht werden. Irgendwie, irgendwo und irgendwann. Ja, ja, ja. Der ganze Haufen steht hier, dann kann man hier nochmal einen da reinpacken und du kommst auch nochmal da rein. Commander, ein weiterer Konvoi macht sich gleich auf den Weg. Da rein. Du bleibst hier, du bleibst da. Wer sie vermisst, oder? 4. Und der auch noch. Wie viel haben wir schon? Ah ja, das geht ja schneller, weil wir jetzt 2 auf einmal produzieren können. Los, los, los! Ja,
Hier, komm ich. Was ist das für ein Wasserpunkt? Ach, das sind, ach, das sind, sind das diese, das sind diese Schätze, also die Schätze auf der Karte mit einem Vierkopf oder in Weiß. Ja gut, wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Ja, gut. So, wer fährt denn da draußen wie ein Motorrad wie Misch? Ich frag besser nicht. Ja, ja, so ist das. Na gut, was können wir noch bauen? Maschinen, was auch immer das ist. Ich glaube, damit kann ich irgendwelche Flugdinger bauen, aber... Tue ich doch gar nicht. Das sind echt böse Unterstellungen, das finde ich nicht okay. Aber rein gar nicht okay. Das ist wirklich nicht mehr nett. Das ist absolut gar nicht nett. Das finde ich nicht gut. Benötige weitere Depots. So, dann... Oder haben wir noch zwei? Ja, dann baut doch noch mehr Depots. Wo bin ich denn da? Bauen es. Da eins. Du kannst hier auch noch welche hinstellen. Du kannst hier auch noch eins hinstellen. Und alles folgt bitte diesem. Ja, die werden jetzt erstmal hier schon angegriffen. Weiß ich, ja. Komm, komm, wie kann ich das sagen? Der Map geht da ja. Das ist schon mal gut. Dann haben wir hinten ein bisschen Verteidigung. Hier kommen sie nicht hoch, ja, müssen hier lang, also. Gar nicht mal so dumm gewesen. Das war ja auch mein Anfang Hinweis. Böse, böse, böse. Die greifen meinen Arbeiter an. Und ich setze euch in Flammen auf. Ihr geht deswegen. Ach, ihr geht wegen mir in Flammen auf. Wo denn? Sehe ich gar nicht. Ach da. Ja, die kommen nicht weit. Macht den Erdbodenblatt, ja, wir machen euch den Erdbodenblatt. Wir machen euch den Erdbodenblatt und zerschießt dieses komische Bubble-Ding am Himmel. Keine Ahnung, was ich hier mache. So, und drauf da. So, so, so. Ja. Das war jetzt aber ein dicker Sistifel, das hat ja sogar ich gehört jetzt. Ihr kommt hier nicht weit, ihr kommt nicht außer kommen, weil wir zu gut. Warum sind ja eh flott? Sobald unsere ganzen Leute sicher sind, werden die drüber rennen. Also, dann tun sie so, als wenn es so mega knapp war, obwohl wir in der Überzahl waren, aber. Naja, obwohl da kann man gegen die Zeit überhaupt in der Überzahl sein. Na, man kann gegen eins in der Überzahl sein, also ich weiß schon, dass das stimmt. Ja, wollen wir wieder zählen? 21, na, dann laufen wir erst los. Tja, warum zählen die Soldaten nicht wieder reinlaufen? Das wäre cool. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Und das dicke Schiff, das wird auch passen, aber das ist die 30. Jawohl, noch zweimal hin und her. Kriegen wir wohl hin. Was kann ich jetzt hier mitmachen? Das ist so ein Upgrade-Ding, ja, das kann nicht schaden. Sir, wir haben gerade Zerg-Organismen geortet, die in die obere Atmosphäre eindringen. Ich habe keine genauen Positionsdaten, aber sie sind auf dem Weg zu ihnen. Das habe ich zwar nicht gerade gebaut, aber das ist mir jetzt unbedingt egal, weil ich will hier einfach nur schnell weg. Außerdem, man kann nicht immer drauf achten. Ja, ich habe es am Anfang gemacht, aber muss ich ja nicht immer machen. Obwohl ich es eigentlich gerne machen würde. Nein, das will ich nicht machen. Wie komme ich denn jetzt? So. Bauen. Jetzt geht's so. Ich glaube, wenn man es so ineinander baut, dann spart man noch eine Menge Platz. Was kann der hier denn noch bauen? Bau mal. Raketenturm. Das klingt cool. Bau den. Ja, bauen wir mal hier eine Straße. Ein weiterer Konvoi benötigt Geleitschutz, Kommander. Ach, das ist noch gar nicht fertig. Ich dachte schon, das wäre cool gewesen. Oh nein, die Sonne geht unter. Was ein wundervoller Sonnenuntergang. Ich sehe es nicht, aber man sieht diese Sonne so schimmern. Krieg im Sonnenuntergang. Hat irgendwas Poetisches, diesen friedlichen Sonnenuntergang. Und die Bösen zerrt die aufs Angreifen. Und wir grillen und machen einen schönen Abend. Ja gut, schön wahrscheinlich eher nicht. Was ist nur los, wenn wir das hier machen? Naja, gut, man kann nicht alles haben. So, wie sieht's denn aus hier?
Ich baue mal einfach ganz hilfreich diese Feuertypen, die schaden bestimmt nicht. Nicht genug, nur lange nicht geschnappt. Bauen wir nochmal Häuser. Bauen es. Los, los, los! Darf sonst da. Noch Eigen erschrecken? Ja, nicht genug. Nein, nicht schon wieder, Stefan. Nicht schon wieder. Alle da. Es kann losgehen. Dann geht's jetzt los. Everybody. Na, wir brauchen die Zerg aber nicht. Worauf soll ich ballern, Sir? Ich pushe den Raketenturm. Ob ich den brauche, weiß ich. Kann's kaum noch erwarten. Befehle erhalten. So, so, so. Da war der Raketenturm mal da eingestellt. Kann's kaum noch erwarten. Fuck. Alle Mann drauf, alle drauf da. Schöne Sache. Jawohl. Da. Warum nicht? Bau. Raketenturm. Dahin. Aus der Bahn. Bereit machen, Jungs. Hier komm ich. Ist das der Gegner? Ja, ist echt das. Wir bleiben nur beim Konvoi. Ich mega was abgebaut. Auf die Jungs. So. Kommt eh von irgendwo böse. Am besten ich laufe da so ganz doll rum. Krieg das hin, dass ich da rumlauf? Ja, genau. So. Alle mal da drauf. Ja, die fallen ja um. Boom. Wie sonst was. Kaboom. Und die waren weg. Was kommt da? Nein, böse Zerg. Töte sie. Lecken wir uns eher, wenn ich von oben komme. Hinterher. Wir kommen von oben. 100%. Gemein sind die nämlich. Gemein sind die. Naja. Und drauf da, drauf da, drauf da. Nein. Ist das richtig? Ach, was eigentlich. Warum nicht? Ja, mach das mal. Das Ding. In Ordnung. So, jetzt stellen wir uns hier vor, als wenn das so eine, wie so eine Mauer, dann können wir da nicht mehr hoch los, und dann. Los. Ja, das ist gut. So, bauen wir hier ganz viele davon. Hier bauen wir ganz viele da und da ein paar davon. Das haben wir gleich gezählt, ne? Oh doch, das lacht. Das ist es. Laufen wir noch. Gut. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Was ist da los? Sind das mehr gewesen diesmal? Cool. 42, Kontrollpunkt erreicht. Jetzt fehlt es noch einmal hier. Ich würde mal sagen, kommen wir den ganzen Haufen mal hier hin. Der Typ hier kann sicherheitshalber nochmal so einen Turm machen. Sir, ich orte gerade seismische Störungen, die sich auf Sie zubewegen. Es scheint sich um eine Art Tunnelgräberzerg zu handeln. Ja. Na wunderbar. Damit auch ja keine Langeweile aufkommt. Wäre sonst langweilig. Buh, ja, gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es geschafft, alles müsste. Wahrscheinlich mache ich dann nochmal die nächste Folge, denn ich mache nämlich gerade das Buch mal immer weiter zu spielen und es kommt ja gar nicht mehr voran. Ja, dann wisst ihr, was wir stellen? Nochmal so ein Ding. Ist doch scheißegal, dass wir letzte waren. Können wir die Ressourcen ruhig ein bisschen verschwenden. Wenn man das nicht macht. Bauen. Das brauchen weitere Depots. Brauche ich eh nicht mehr, aber. Ich glaube wirklich, wenn man die so ineinander stellt, dann spart man echt Platz, wenn man sowas aufbaut. Wir haben es fast geschafft, Commander. Aber man baut sie wahrscheinlich ein weiterer auch zu. Konvoi wird demnächst aufbrechen. Ja, das ist der letzte Konvoi. Du kannst da rübergehen. Sollte nicht Außenseiter stehen. Wir machen ja nichts auf Außenseite. Gibt's hier nicht. Der baut hier schön. Ja. Der kann auch nochmal so ein Ding bauen. Die möchte ich nicht, desto besser. Baut hier. Stell dir lieber hier hin. Stell auf einer Seite was. Haben wir überall ein bisschen was stehen. Schaut bestimmt nicht. So. 1, 2. Ja, das waren wahrscheinlich alle dann. Diese kleinen Häuser nehmen die. Stylisch. Komisch, schon, dass die Straßensperre fast genauso groß ist wie das Haus, aber es
Hier geht ja hier nicht um Wahrheit und nicht, weil wir das Spiel so ein Online-Strategiespiel, was auf irgendwelchen fernen Welten spielt. Also, ne? Muss man, glaube ich, nicht so sagen. So. Schön. Ja, mit 49 Einheiten mit Sicherheit ist sie sicher. Und coolen Raketentürmen. So, komm, ziehen, bringen wir es zu Ende. Und vor allem ganz viele Feuerleute, ganz viele normale Soldaten und ganz viele Leute, die mich hochhalten. Also, die Sanitäter einhalten. Ja, jetzt macht es belohnt. Boom, 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 da mal drauf hier. Das sieht immer so blau aus, denn, weil immer fällt das ganze Blut darunter. Da müsste ja eigentlich, müssen wir sich einmal verfärben. Das ist ein bisschen sehr, sehr ins Detail oder sowas. Wie der Raketenturm der Prien geht so fast gar nichts. Vielleicht kriege ich irgendwas drüber. Macht's platt, komm schnell, fährt's runter. Immer schön beim Tour, bei dem Konvoi bleiben. Immer schön beim Konvoi bleiben. So ist perfekt. Ja, wir klicken jetzt aber dahinter davor, dann laufen wir genau rum. Das ist jetzt die letzte Bahn hier, aber sehr, sehr schlimm. Aber ich bin mir zu viel Einheit, wenn ich sowas glaube. La, gleich haben wir gewonnen. Und drauf, ja, da kommen welche. Und hier. Toll, der war zuerst. Ist egal, was hinter uns passiert, kommt so. Die Kolonisten werden angegriffen. Was mache ich denn hier gerade? Ja, das zerstört das Ding, aber das müsste eigentlich nicht. Grillt sie. Ja, wenn sie gegrillt, aber nicht. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, das gefällt euch wohl. Dass das nicht warm ist in so einem dicken Anzug. Das ist ein Feueranzug auf jeden Fall. Was ist das denn für ein Name? Also, ich hab immer nur noch Zerg schon, ich hab keinen Namen bei. Das ist, als wenn das alles Zerg schon. Ja, wenn man da die Zerg dann spielt, wie es in der dem ersten Zusatzpack ja der Fall ist, in The Heart of the Swarm, dann wäre es ja ziemlich verwirrend, wenn alles Zerg-Schwamm. So, jetzt zählen wir wieder. Und 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Ja, ein paar mehr als wir brauchen. Was müssen wir denen nehmen? Nehmen wir die auch alle mit? Hoffe ich doch mal. Haben wir es geschafft? Los. Ja, wir haben es geschafft. Wunderbar. Ja, sag, wie ich es gesagt habe. Natürlich. Jetzt werden wir überrannt. Ganz plötzlich. Der ist halt gerade noch gefüllt. Ganz plötzlich werden wir überrannt. Ganze Zeit nichts und auf einmal werden wir überrannt. Ja, Mission Nummer 5 war das, die Evakuierung. Missionsbelohnung 100.000 Credits. Ja, ich würde sagen, das war auch das Ende der Folge. Eine halbe Stunde pro Folge ist total okay. Ich hoffe, wie immer, dass euch die Folge gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.